Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Ephelia und wir spielen Mass Effect 3. Und wir sind jetzt hier bei Anderson. Genau, und wir müssen noch mit zwei Leuten reden, denke ich. Das ist einmal, zumindest sehe ich da Tali und Edi. Wir reden mal mit Eli. Edi. Shepard, ich habe eine Frage. Okay. Eine große oder eine kleine? Sie ist wichtig. Zu einem anderen Zeitpunkt hätte sie weniger Relevanz. Okay. Dann los. Die Reaper haben bei dieser Schlacht keinen Grund, nicht alles gegen uns einzusetzen, was sie haben. Ihre Streitkräfte sind verschanzt. Sie haben mehr Feuerkraft und sind uns zahlenmäßig überlegen. Mach mir Mut. Daher meine Frage. Wie kommen sie darauf, dass wir die Röhre überhaupt erreichen? Sie unterschätzen uns und deswegen schaffen wir das? Ich bin mir selber nicht so sicher, ob wir das überhaupt erreichen. Die Reaper haben die Citadel. Sie glauben, sie haben gewonnen. Die beste Zeit für einen Angriff. Wenn sie Spione oder so etwas haben, verlieren wir das Überraschungsmoment und dann vermutlich auch die Schlacht. Haben sie Angst? Unsere Erfolgswahrscheinlichkeit ist höher als bei allen bisherigen Plänen. Das habe ich nicht gefragt. Haben sie Angst? Ich verstehe den Sinn der Frage nicht. Es gibt keinen Platz für Zweifel mehr, Edi. Sie verstehen, was zu tun ist oder nicht. Ich verstehe, was wir erreichen müssen, Shepard. Die Reaper haben tausende von Zivilisationen vernichtet. Aber unsere haben sie nicht vernichtet. Und das werden sie auch nicht. Genau das will ich hören. Ich hätte es nicht besser sagen können. Zeit zum Losschlagen. Shepard? Es gibt da etwas, das Sie wissen sollten. Mhm. Der Unbekannte hat meine Herstellung vor Jahren befohlen. Jeff hat mir erlaubt, selbst zu denken. Aber erst jetzt fühle ich mich lebendig. Das verdanke ich Ihnen. Oh, danke. Danke, Edi. Oh, ich mag Edi so sehr. Okay, Tali, was hast du zu sagen? Gleich erfolgt der letzte Vorstoß. Alles okay? Ich dachte, das würde ich Sie fragen. Shepard, ich habe Sie als Jugendlicher auf Pilgerreise unterstützt. Und dann, als die Normandy ein Cerberus-Schiff war. Was wäre ich für eine Freundin, wenn ich jetzt aussteige? Und Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Alles okay? Es schmerzt, die Erde so zu sehen. Wie ging es Ihnen damals bei der Landung auf Runoch? Stellen Sie sich vor, das wäre keine uralte Geschichte, sondern erst vor wenigen Monaten passiert. Und Sie sehen es in diesem Zustand. Wir müssen es schaffen. Werden wir. Was auch geschieht. Ich bin stolz, dass ich bei Ihnen war, Captain. Ich bin auch stolz, dass Sie bei mir waren. Es war mir eine Ehre, Tali Zora war's Normandy. Für die Admirals war dieser Name früher ein Schandfleck. Und dann half uns die Normandy bei der Rückeroberung unserer Heimat. Zeit, mich zu revanchieren. Tja, der Name ist mittlerweile eine Ehre, ne? Okay. Das war's. Ich hab Angst. Es geht doch dann direkt weiter, oder? Okay, wir müssen mal weitermachen hier. Admiral Anderson, was haben Sie denn zu sagen? Commander? Admiral? Ich gehe den Lagebericht durch. Wie sieht's aus? Keine 25% von Hammer haben sich gemeldet. Werden es noch mehr schaffen? Bis auf einige Nachzügler ist der intakte Teil von Hammer größtenteils angekommen. Wir sind so bereit, wie es nur geht. Ich bin fast bereit. Das heißt, wir hören dann auf, ja? Ich sehe nach meinem Team. Es geht bald los. Ich sag den Bataillonsführern Bescheid. Wir sind bereit, wenn sie es sind. Okay. Ja, dann bin Wann ich bereit. Wenn sie bereit sind. Oh Gott. Beginnen wir mit dem Angriff. Gehen wir, bevor die Reaper merken, was wir vorhaben. Ganz meine Meinung. Oh Gott. Bataillonsführer, Meldung ans Haku. Oh Gott. Es war schwer, herzukommen. Aber jetzt beginnt der härteste Teil unserer Mission. Wir müssen mitten ins Herz des Reaper-Gebiets vorstoßen, ihre Verteidigung umgehen und es bis zu diesem Strahl schaffen. Oh Gott. Was für eine Verteidigung?
Es wimmelt dort von Reaper-Truppen. Nein. Aber unsere größte Sorge ist der Zerstörer, der den Strahl selbst beschützt. Nein. Kann sich darum die Luftunterstützung kümmern? Negativ. Irgendeine Interferenz. Wir müssen ihn vom Boden aus ausschalten. Nein. Sie haben einen Streifen durch die Stadt gelegt. Niemandsland. Da müssen wir zuerst durch. Auf der anderen Seite gibt's begrenzt Deckung, aber sicher auch schweren Widerstand. Wir müssen unsere Panzer hier bringen. Wenn wir nah genug rankommen, können wir das Ding vielleicht ausschalten. Nein. Wie groß ist die Chance? Sie wissen, dass wir kommen. Für viele von uns gibt's keine Rückfahrkarte. Aber Rückzug kommt nicht in Frage. Immer voran, um jeden Preis. Verstanden? Heuer! Jawohl, Sir! Heuer! Johnson, Coates, Sie beide koordinieren die Artillerieeinheiten. Shepard, ich schicke Sie mitten rein, wo der Widerstand am heftigsten ist. Natürlich. Unterstützen Sie die Panzer. Aber bleiben Sie am Leben. Ich brauche Sie für den Vorschuss zum Strahl. Aber natürlich. Sonst noch was? Sie haben eine Minute. Wählen Sie Ihre Gruppe sorgfältig aus. Wen nehme ich denn mit? Ich will Rex und Grunt. Kameraden. Dieser Krieg hat uns nur Schmerz und Leid gebracht. Aber er hat uns auch verbunden. Als Soldaten, Verbündete, Freunde. Dieses Band zwischen uns ist etwas, das die Reaper niemals begreifen werden. Es ist mächtiger als jede Waffe. Stärker als jedes Schiff. Es kann nicht zerstört werden. Vergessen Sie nicht, wofür wir kämpfen. Die nächsten Stunden entscheiden über das Schicksal der ganzen Galaxie. Jede Mutter. Jeder Sohn. Jedes Ungeborene. Alle vertrauen Ihnen, damit Sie siegen und Ihre Zukunft sichern. Eine Zukunft ohne Bedrohung durch die Reaper. Seien Sie furchtlos. Fassen Sie Mut. Sehen Sie sich um. Sie kämpfen nicht alleine. Wir stellen uns dem Feind gemeinsam und besiegen ihn gemeinsam. Amen. Oh Gott, wen nehmen wir denn mit? Ich habe absolut keine Ahnung. Wen hatte ich jetzt das letzte Mal mit? Garrus und Jarvik, ne? Dann nehmen wir... Da wird alles auf uns einschießen, denke ich. Da werden wir wahrscheinlich 1 Million Banshees und... Wie heißen diese Viecher? Diese komischen Schießdinger, die dann so kleine andere Dinger freilassen? Keine Ahnung. Oh Gott, wir werden auf so viel Kram treffen, ne? Und wir haben... Ja, ich glaube, James ist so eine Art Tank, aber den will ich nicht mitnehmen. Ich will das mit meinen Freunden ausstehen. Deswegen muss ich eigentlich Liara und Tali mitnehmen. Obwohl die beiden echt nicht so die krassesten Tanks sind, ne? Nicht mal ansatzweise. Aber vielleicht... Egal. Oh Gott. Notfalls stelle ich das Spiel wieder auf einfacher. Ja, das ist hier alles okay, würde ich sagen. Denke ich. Ich lasse es mal. Huch. Oh Gott.
Niemandsland durchqueren. Das heißt, hier ist erstmal so das Niemandsland, wo wir nicht so viel Deckung haben. Da haben wir schon mal direkt zwei Böse. Ich will mal ganz kurz hier, Moment. Was habe ich hier oben? Die Splittergranate auf 3. Ich muss mir das mal ein bisschen merken, was ich hier habe. Was haben wir denn? Wir gehen mal auf Brandmunition. Oh nein, hey ihr! Fängt schon direkt hier an. Finde ich aber doof. Ich glaube, das ist vielleicht nicht die schlauste Idee hier auf, oh Gott, hey! Upsi, gehst du mal in Deckung, Mädel? Das ist nicht die schlauste Idee, auf die Sniper zu gehen. Komm, mach ordentlich hier. Ich denke, wir müssen vorrücken. Wir müssen vorrücken. Alle Kompanien melden. Artilleriekompanien Alpha bis Foxtrot sind unterwegs. Verstanden. Golf bis November übernehmen die rechte Flanke. Rücken vor. Okay. Das sind unsere. Dann laufen wir mal den hinterher. Oh fuck. Mädels, ihr seid bei mir, ne? Komm schon. Reicht die Munition noch? So, sehr schön. Da oben. Ist er schon hin? Haben wir's? Okay, weiter geht's. Ich will mich kurz hier umgucken wegen Munition. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie nicht reichen wird. Weiß jemand, wie zum Teufel wir einen Zerstörer mit Panzern ausschalten sollen? Tarnix-Raketen machen verflucht viel Schaden. Wenn Sie es sagen, Schluss jetzt. Sie haben den Admiral gehört. Kein Rückzug. Panzerung. Die macht doch jetzt den Wagen da kaputt. Falsche Taste. Warte mal. Achso, nee, hinter mir sind keine. Okay. Autschen! So. Haben wir denn hier die nächsten? Da haben wir ein paar. Nee, das ist von uns. Da. Fuck. Oh nein, eine Banshee! Komm schon, stirb! Ah. Okay. Wo ist sie? Wo ist sie? Was? Das kam unerwartet. Wo war die denn so plötzlich da? Okay, gut, fortfahren. Ich sag euch, die nächsten paar Folgen werde ich einfach hier sterben. So. Schild und Barriere. Der hat aber Panzerung. Panzerung ist... Brandmunition. Panzerung schwächen. Okay, keine Ahnung. Gehen wir erstmal da in Deckung. Das. Ich glaube, das hat nicht so viel gebracht. Immerhin.
sie ist kaputt. Okay. Jetzt haben wir eine Banshee hier. Wo ist sie? Da ist sie. Ich weiß nicht, war das... Was haben wir denn hier für eine... Also, sie hat Schilde... Nee, was ist das nochmal? Eine Barriere und Panzerung ist das, ne? Mann! Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall die Panzerung. Oh, jetzt habe ich für euch die falsche Waffe ausgewählt. Aha. Achso, die schießen nur, okay. So, weg ist sie, okay, super. Ich glaube ja nicht, dass das letzte Mal... Gebäude aufzuschalten. Lieber Posten. Hoppala. Huch. Was ist denn da? Ein Marodeur. Ich hätte gerne Munition, genau. Das war der Grund, warum ich mich nach vorne gewagt habe. Klettern wir mal hier kurz rüber. Und da auch nochmal rüber. So. Nachladen. Okay, wie sieht's aus? Wo müssen wir denn hin? Da war Munition, das habe ich gesehen. Da ist Munition. Munition ist voll. Okay, sehr gut. So, Mädels. Ich glaube, wir müssen da rein. So, hier auch nochmal nachladen. So. Okay. Oh, fuck. Wie sehr ich die hasse. Okay, mit der Waffe habe ich noch lange nicht mehr geschossen. Diese scheiß Husks. Die schaffe ich halt... Ach, mit der kannst du auch ranzoomen. Was ist das denn? Okay. Dann kann ich auch die nehmen. Nein, falsch. Dann kann ich auch die nehmen. Nein? Ach, egal. Die wollte ich eigentlich nehmen. Was? Oh. Ja? Oh, fuck. Warte, 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 warte. Zwei Rohlinge. Alter Schwede. Okay, wir sollten denen nicht zu nahe kommen. One hit und so. Wisst schon. Gehst du wohl in die Richtung, bitte? Na, warum hat die, ist hier eigentlich keine Musik? Ich finde das irgendwie ein bisschen... Geh weg, du Blöder. Geh weg. Ey, Arsch. Oh nein, ihr sollt bitte so... Ah! Geh weg, geh weg, geh weg, Mädel. Geh weg. Du sollst ja weggehen. Dann gehen wir halt in die Richtung. Explodieren die nochmal beim Kaputtgehen? Aua! Lass mich! Ich möchte hier weg. Lass mich, ich brauche Munition. Außerdem bist du doof. So. Kann ich das hier... So. Alter, und nochmal Hass hier, natürlich. Wie soll man das denn hier überleben, bitte? Was? Oh, hi. Haben wir Ruhe? Kurz? Darf ich kurz Munition holen? Das wäre unglaublich nett. Das wäre sowas von zuvorkommend. Achso, ich kann... Achso, ich muss ja gar nicht drüber klettern. Okay. Hier ist auch Munition. Alter, zwei von diesen Riesenviechern. Ey, ich sehe das kommen. Ich muss gleich die Schwierigkeit runterschalten, weil gleich kommen irgendwie so 20 Millionen Banshees und sonst was alles. Das ist hier der letzte Kampf. Das kann nur so ausgehen. Dass hier gleich alles
kommt, was irgendwie kommen kann. Wir werden hier draußen abgeschlachtet, Commander. Ja. Tut mir leid. Ich tue mein Bestes hier. Verdammt, Kompanie Kilo wird zerlegt. Oh Gott, oh Gott. Das kam unerwartet. Wo sind denn hier welche? Ach nee, das ist ja gar nicht von uns. Und Verwüster, genau, den meine ich. Die sind scheiße. So. Aber da habe ich lieber 5 von. Was? Aber warum? Oh, da sind noch mehr Viecher. Was bist du denn hier eigentlich? Von uns oder von... Ist das von Tali irgendwas? Oder von Lyra? Ich weiß es nicht. Munition. Was ist denn hier was? Danke, wir rücken weiter vor. Gern geschehen. Hätte ich helfen können? Hier irgendwie? So? Okay, sehr gut. Haben wir wieder was Gutes getan? Was haben wir denn hier? Mom, Dad, ich kann euch nicht erreichen. Ich hab's im Büro versucht und über eure Privatleitungen. Niemand geht ran. In den Nachrichten heißt es, die Bombardierungen würden immer schlimmer. Und dann fiel der Strom aus. Ich weiß, dass ich hier bleiben soll. Aber ich kann niemanden erreichen und mache mir große Sorgen um die Zwillinge. Ich gehe jetzt zur Schule und hole sie ab, okay? Wenn ich noch andere Kinder finde, bringe ich sie auch mit. Falls wir uns in den Notbunkern treffen, dürft ihr mich auch gerne anschreien. Alles Liebe, Kay. Oh nein! Das ist doch nicht Kay, oder? Okay. Medikit, sehr gut. Als ob uns das noch helfen könnte. Muss mal jemand auf Klo in den letzten Metern. Oh fuck. Also gut, Männer, Augen aufhalten. Die Gebäude geben uns Deckung, aber der Feind kann sich besser verstecken. Verstanden. Okay. Da kommen sie. Es ist so still. Ah, oh, wenn das so soll, finde ich das voll krass gemacht. Wenn das nicht so soll und eigentlich hier die ganze Zeit epische Musik spielen soll, dann finde ich es so aber krasser. So diese Stille und man hört im Hintergrund einfach nur so Bombardierungen. Das ist so eine richtige Kriegsstimmung irgendwie. Dass man eigentlich nur ja, Schüsse hört und irgendwo in den Städten. Das finde ich viel besser, als wenn er jetzt so epische Kampfmusik wäre. Aber ich weiß, wie gesagt, ich weiß es nicht, ob das jetzt so soll. Na, wann kommen die ersten Banshees? Oder andere Viecher? Autsch. Der schießt dreimal, ne? So war das ja. Fuck. Oh nein! Wie ist Ihre Position? Ah! Verdammt,
Ey, du scheiß Husk. Ich hab Angst, mit jedem Schritt, den ich näher gehe, kommen mehr Feinde. Ich weiß, in den Kommentaren heißt es jetzt wieder vorrücken. Aber ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Kann ich hier hoch? Nein? Okay, kann ich nicht. Dann gehen wir erstmal Munition holen. Was? Huch! Hä, was ist mit dem los? Sind die nicht normalerweise einfacher zu erledigen? Hä? Geh mal rüber, Mädel. Was? Stellt er sich da einfach drauf, der Arsch! Nein! So! Okay, er ist hin. Da ist noch einer. Irgendwo. Na? Komm schon! Oh, jetzt habe ich keine Munition mehr, ne? Ist klar. Kompanie Alpha ist durchgebrochen. Meine Güte, dieser Zerstörer ist riesig. Oh nein. Stellung halten. Der Rest von Hammer ist noch unterwegs. Zerstörer. Wir kommen auch gleich. Aber mal eben so einen Reaper kaputt machen ist halt schon nicht immer so einfach gewesen. Da ist noch irgendwo was. So. Erstmal wieder Munition sammeln. Ich habe ein bisschen Angst, dass jetzt gleich wieder irgendwelche Banshees kommen, die ein bisschen was an Munition fressen. Ach, geht direkt weiter. Keine Chance auf mal Musik. Musik. Im Moment Pause hier. Da ist einer. Noch einer? Da ist einer. Upsi. Darauf kann ich auch auf den schießen. Ohne Zoom geht das besser. Wenn die zu nah sind. So, wo war jetzt hier? Da war doch irgendwo Munition. Nicht? Na gut. Ah, da. Ganz auf Nummer sicher gehen wegen Munition und so, ne? So. Alter Schwede. Und, kommen hier welche? Nein? Jetzt aber. Wo müssen wir denn nochmal hin? Da vorne hin, okay. Was ist da? Eine Raketenbatterie. Ach komm, jetzt kommen die Feinde doch, wenn wir hier runterspringen, oder? Na komm. Der Zerstörer hat uns entdeckt. Wir machen die Tanix-Raketen schussbereit. Nicht feuern! Wir machen ihn nur wütend. Ich sehe überhaupt niemanden. Ach, da. Okay, ich gehe davon aus, dass diese... dieser Glyph von Tali oder von Liara ist. Der für uns kämpft. Da ist doch noch irgendwo was. Hä? Egal. So. Da ist noch irgendwo was? Okay. Was haben wir denn da? Keine Kannibalen. Der Zerstörer hat gerade die Hälfte unserer Kompanie ausgeschaltet. Oh, fuck, ey. Feuern verbliebene Raketen ab. Irgendeine Wirkung. Oh, fuck. Funktioniert nicht. Irgendwas stört da. Fuck. Scheiße. Die kamen überraschend.
Okay, damit beende ich die Folge, denn wir sind jetzt bei 30 Minuten und in der nächsten Folge versuche ich nochmal das Ganze in schlau zu machen, ja? Wir sehen uns. Ciao!